Hallo an alle und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Heroes of the Storm. Mit dabei ist die Riza. Hallo. Und ich spiele heute Rayna. Rayna. Wir spielen auf KI Rekrut, ne? Ja, oder? Ja. Wegen Dingsfarming. Ich hab den Farbenblind-Modus noch drin. Was? Ja. Ist aber nicht schlimm. Hä, wie sieht das aus? Blau ist blau. Also, wir sind blau. Die Gegner drüben sind doch rot bei dir, wa? Ja. Bei mir sind sie orange. Okay. Aha. Ah, gut. Ja. Wenn man Rot-Grün-Schwäche hat, oder was? Ja. Ist ja gedacht. Das ist aber schön, dass du ein Spiel dran denkst. Finde ich ehrlich gesagt aber gut. Ich bin ganz ehrlich, das sieht viel cooler aus. Echt? Diese Türme sind hier komplett so in so einem Bronzefarben. Und mit dem orangen Kristall sieht das richtig genial aus. Okay. Das Hübsche. So. Aber haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, warum? Weil wir unsere Daily Quests machen, so. Genau. Deswegen spielen wir auf Rekrut. Und wegen der KI. Ja, wir haben ehrlich gesagt nicht die Zeit dazu, jetzt gegen echte Gegner zu spielen und. Ja, da muss man ja auch dranbleiben und. Ja. Ich habe zwar jetzt gerade. Also, ich hatte ja jetzt Ferien, aber. Da kann man dann zwar theoretisch 2 Wochen spielen, dann hat man wieder gar keine Zeit und dann ist das irgendwie schlecht. Also da muss man dranbleiben. Genau. Da ist es schon besser, einfach KI zu spielen, die Daily Quests zu machen, sich Helden freizuschalten. Genau. Und das machen wir eigentlich hauptsächlich. Muss ich auch mit den Helden vertraut machen, das ja eigentlich noch am besten. Eigentlich ist Sunny noch dabei, aber der ist irgendwie. Sein Mikrofon ist noch Schrott, oder? Ja. Genau. Aber sonst spielt er auch bei uns mit. Ja. Hat man ja in der ersten Aufnahme auch gesehen. Es war jetzt schon ein paar Tage her, dass die online kam, aber. So 1-2 Monate. Das war, glaube ich, im November, oder? Ja. Ja, da hast du erst relativ. Also, da warst du nicht relativ weit. Jetzt bist du ja schon auf Level 35. Ja. Ist schon ein paar Tage her. Da habe ich gerade angefangen vor 2 Wochen oder so gehabt. Und jetzt spiele ich ja schon ein bisschen länger. Ja. Wollen wir abgeben? Ach ja, könnten wir ja. Stimmt, das war ja mit ab. Ich muss dann sowieso zurück. Warum? Weil die gutste rumheult, dass sie zu wenig Mana hat. Oh, ich gehe zum Mana-Brunnen. Das soll reichen bei mir. Ach ja, und alles, was gelb ist, ist weiß. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Werde ich auch mal ausprobieren irgendwann. Aber die Gegner, die Schriften über den Gegner und die Lebensanzeichen sind trotzdem gut. Ja. Oh, hier sind Gegner. Aber das ist doch dumm, wenn die das so machen. Können die das denn nicht komplett so machen? Ich glaube, das wäre zu viel umstellen. Ja, gut, aber wenn sie so einen Modus einführen, oha. Oh, ich finde es schön, dass es sowas gibt. Ja, es ist eine gute Idee, aber wenn es nicht hundertprozentig vollständig ist, ist ja auch irgendwie blöd. Ja, es gibt so viele Spiele, die mit ihren neuen Modis nicht so wirklich nachdenken. Also die haben wirklich schon eigentlich. Die haben gut nachgedacht. Die haben zumindest nachgedacht, ja. Es ist auch gut so, es ist richtig so. Ja? Ja. Es gibt genug Leute, die so eine Schwäche haben. Ja.
Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe in einem Spiel. Bei mir auch. Finde ich generell, ist eigentlich gut, dass man an sowas auch denkt und dass man halt auch wirklich verschiedene Sachen so daran denkt und auch die anderen Leute, die da halt so Probleme mit haben, bei solchen Sachen zum Beispiel auch ein bisschen unterstützt damit, dass man die Spiele besser macht. Ja. Damit die auch den vollen Genuss... Dass die auch ein bisschen mehr Spaß haben. Stellt's mir gerade extrem stressig vor. Ja, wenn man die Farben nicht wirklich sehen kann und alles grau ist, dann ist das schon echt ätzend. Also es ist ja so eine Art Grau. Glaube ich, zumindestens. Habe ich mal irgendwo gehört. Ich glaube auch, dass Grau waren. Das würde erklären, warum die das da unten geändert haben und im anderen Spiel nicht, weil das ist ja ein bisschen mehrfarbig hier. Finde ich auch eigentlich so interessant, so dass man auch so, wenn man jetzt zum Beispiel, okay, es gibt Leute, die brechen sich einen Arm, das ist jetzt ja halb so wild, aber so Leute, die wirklich die eine Hand zum Beispiel nicht bewegen können, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Behinderung haben, dann, dass da trotzdem, dass es da wirklich Tastaturen für diese Leute gibt, dass sie trotzdem zocken können, finde ich irgendwie sehr nice, dass da Leute dran denken, so das auch zu machen. Ich meine, das ist ja wirklich eher eine geringe Anzahl an Menschen, die das dann kaufen. Aber dass es dann wirklich so Tastaturen mit, keine Ahnung, extra vielen Knöpfen extra für sowas gibt, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Finde ich auf jeden Fall nice irgendwie. Ja. Bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade einen Ankollegen gerannt bin. Sorry. Ja, alles gut. Also wenn ich nur ja, nee, weißt du, was ist... Ja. Hey, die stand vom Tor, daher. Da noch ein Grund, warum das Spiel besser ist als LOL. LOL hat das nicht. Ja, siehst du. Haben sie toll gemacht hier, ne? Ja. Obwohl ich teilweise von Leuten echt schon, da wurde mir echt so eine lachende Beleidigung mit, ja, das ist LOL für Arme. Das sehe ich eigentlich total anders. Ich ist auch anders. Also, ich meine, es ist jetzt in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Das ist das einzige Problem. Wenn das wirklich bekannt wäre, dann wäre das so ein auf Augenhöhe mit LOL, wenn nicht sogar besser halt. Auf jeden Fall. Traurig ist, das Spiel ist von deutschen Entwicklern. Ja, nur es ist in Deutschland einfach nicht so populär wie in anderen Ländern. Deutschland ist halt LOL und Dota 2. Wobei Dota auch, naja... Ich hab's nie gespielt. Ich auch nicht, aber es ist immer... Also es geht mir darum, um den Bekanntheitsgrad so. Ich geb mal wieder ab. Wobei ich diese Kampagne, die die da machen, in Mediamarkt und Saturn und so, eigentlich ganz cool finde, dass die da jetzt halt Heroes Starterpakete in DVD-Form verkaufen. Gibt's auch schon lange. Das ist mir aber, ich habe da schon mal nachgeguckt, aber das ist mir heute das erste Mal aufgefallen, dass es die wirklich da so gibt. Okay. Na gut, ich habe nur bei Amazon geguckt. Ja, bei Amazon, denke ich mal, gibt's das schon länger. Aber die hatten da eine richtige Blizzard-Ecke da. Das fand ich richtig geil. Das sah richtig lustig aus. So WoW, Dings, StarCraft, alles. Overwatch, wie das Ding heißt. Nee, das war nicht da. Da ist überhaupt schon draußen? Nee, ist glaube ich auch noch nicht draußen. Aber die hat noch bei WoW, da kommt ja auch irgendwas Neues raus. Da hatten die aber da, keine Ahnung wie das heißt. Irgendein Add-on, glaube ich. Oder eine Erweiterungspack oder wie auch immer man das bei WoW nennt. Das lag da aus als Vorbestellen. Aber Overwatch war nicht da. Aha. Aber StarCraft war da auf jeden Fall. StarCraft finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich hab's noch nie gespielt, aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal spielen. Ich kenn's nur von Videos her.
Spielen, das ist für mich zu stressig. Okay. Bin ich ganz ehrlich. Warum das denn? Warum ist das denn stressig? Das ist doch nicht stressig. Das ist doch, da muss man denken und Sorry. Sorry. Machen wir das jetzt schon zu Ende? Sieht so aus, ne? Aber unsere Spinnen gehen da gerade heftig rauf. Böse Spinnen. Böse Spinnen, böse! Böse Spinnen. Ganz böse Spinnen. Böse Spinnen. Schneemänner! So, wir sind jetzt irgendwie. Wie lange ging die Runde? 10 Minuten, ne? Nicht ganz 10 Minuten. Dann lass uns doch noch eine Runde hinten dranhängen, würde ich sagen, oder? So. Gut. Also, wir gucken uns mal ganz kurz hier meine Sachen an, hier in meinem Profil. Wie ihr vielleicht schon seht, bin ich ja Stufe 35. Und mein Ziel ist es dann irgendwann mal auf Stufe 40 zu kommen in naher Zukunft. Da fehlt doch nicht mehr viel. Fehlt nicht mehr viel. 36 schaffe ich heute doch. Vielleicht. Drei Runden noch, dann hast du es. Ja. Meine Helden, da am meisten spiele ich mit Asmodan, weil Asmodan ist irgendwie cool und übelst einfach. Von daher. Und den hast du aber auch fast auf 10. Ist auch gut. Den habe ich auch auf 9 ein bisschen. Ja, 41 Runden noch. Dann Valar ist dann auch so, die habe ich halt von Anfang an gespielt. Das war halt die erste, die ich mir geholt hatte. Und dementsprechend, und weil ich eigentlich mit der auch ganz gut zurechtkomme, ist die halt auch schon auf 8,5. Bisschen mehr. Dann Rainer. Mit Rainer habe ich am Anfang, der war ja dieser Gratis-Typ da. Mit dem habe ich richtig gesuchtet und auch immer mal wieder gespielt. Level 7. Lilly habe ich auf Level 6. Und dann kommt ganz viel Zeug, was ich dann mal auf Level 5 hochgebracht habe. Manches davon war cool, manches nicht. Aber, nur wegen lieben Geld. Aber das bringt ja halt immer 500 Münzen und ja, ne. Also es gibt davon ein paar, die ich auch vielleicht nochmal irgendwann gerne weiterspiele. Erstmal ist das Ziel halt, alle dann irgendwann mal auf Level 5 zu kriegen. So, und dann gibt es noch ganz viel Shit hier hinten, den ich nicht mag oder den ich noch nicht ausprobiert habe und. Ja. Kann man irgendwo sehen, wie viele Spiele ich gemacht habe? Da, oder? Ja, genau. 227 ja. Spiele habe ich schon insgesamt gemacht, aber eigentlich alles gegen KI bzw. Schnellsuche, glaube ich, ja. Ja, Schnellsuchen KI. Heldenliga und Teamliga habe ich mich noch nicht rangewagt. Gut. Um Teamliga zu spielen, musst du, glaube ich, 10 Spiele in Heldenliga gespielt haben. Und du brauchst ein vollständiges Team, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt. Also mache ich es auch erstmal noch nicht. Erstmal bleibe ich bei KI. Und damit geht's in die nächste Runde. Von Heroes of the Storm. Das ist jetzt Tempel des Himmels. Das ist eine schöne Karte. Eine sehr schöne Karte. Mhm. Wir spielen wieder auf Rekrut. Ja. Ja. Was gibt's zu der Karte zu sagen? Es gibt 3 Tempel, die man einnehmen muss, um. Und diese Tempel schießen dann. Nice. Das ist generell so eine Sache, die man auch mal erklären könnte, weil irgendwie ist es so für die Leute, die das gucken, also mal auf meinem Kanal ist das ja relativ wenig so. Mhm. Die meisten Leute gucken halt eher Pokémon und Minecraft, weil das halt die Hauptsachen sind, die kommen. Und deswegen, wenn die da mal hier reingucken, verstehen die das vielleicht gar nicht. Das ist vielleicht ganz gut, das mal ab und zu erwähnen. So. Das ist total verwirrend, wir haben ja was Modern. Wir haben einen Asmodan im Team. Und die Gegner auch. Das wird eklig. Ach du Scheiße. Ja, es gibt 3 Tempel. Ein Krokodiltempel, ein Schlangentempel und ein Schakaltempel. Halt angelegt ans Ägyptische, wie man vielleicht schon sieht. Und... Joa. Wenn man die besiegt hat und im Kreis steht, bekommt man dann die Schüsse auf der gegnerische Base. Hm. Ja. War verständlich, oder? Der war jetzt easy. Das war auch verständlich, denke ich mal. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas total Logisches?
glaube ich. Ach ja, genau, ich hatte einen Kommentar, warum ich das nicht in Full HD bringe. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Nutzen drin, weil ich persönlich, mir reicht, wenn ich es gucke, mir reicht völlig und ganz 720p. Wenn ich mir Videos anschaue, das reicht mir voll und ganz aus. Und es ist halt einfach, es dauert halt einfach länger zum Rendern, es dauert länger zum Upload. Und das ist halt auch immer Zeit, die dann verloren geht, wo man halt nichts machen kann. Wirklich. Und ich denke mal, 720p mit 60 FPS sollten ausreichen. Ich hätte die Möglichkeit für Full HD, aber so viele Leute gucken jetzt auch nicht in Full HD Videos, oder? Guckst du in Full HD Videos? Nein. Was? Würde mein Internet nicht mitmachen. Ja, meins auch nicht, aber selbst wenn es das könnte, würde ich es glaube ich nicht machen. Ich sehe da nicht so viel Nutzen drin. Also es wird irgendwann passieren, dass ich das auch mache. Keine Frage. Irgendwann wird sich das, denke ich mal, auch zum Standard entwickeln. Aber dafür ist im Moment das Internet in Deutschland noch zu schlecht. Komplett. Aber du hast trotzdem voll den Mega-Ping. Das ist voll unfair. Ich hätte auch so einen coolen Ping. Aber trotzdem ist mein Internet so schlecht. Was hast denn du für eine Leitung? Das läuft über Kabel. Es schwankt immer. Ach so. Bist du oben oder unten? Ich bin jetzt gerade in der Mitte, weil da war gerade Action, aber ich gehe ja, nach unten. Hier in der Mitte ist auch gerade Action, weil die Gegner gerade auf unsere Base schießen. Ich gehe trotzdem nach unten. Tyrann haut. Ich muss trotzdem nach unten, weil da war gerade auch Action. Grad ich habe das Mitte. Gefühl, ein bisschen mehr Action diese Runde, das ist immer ganz gut. Bisschen Herausforderung mal. Was mit Anna als Gegner? Der dabei ist jetzt eklig, ich weiß doch. Ja. Ich finde ihn toll, aber sobald der da ist, wird's eklig. Ja, es ist auch. Der ist halt relativ stark für wenig tun. Das können auch die Bots. Ja. Solange der Bot den Strahl levelt, wovon ich mal ausgehe, dass er das bei Rekrut schon macht. Ist der schon echt verdammt stark. Nein. Was ist passiert? Der macht die Kugel. Die Kugel ist auch nicht schlecht. Aber der andere macht Bestechen und Höllenarmee. Es ist schön, wenn man den Schaden von Dämonensoldaten auflevelt. Ja gut, die Kugel ist auch nice, aber Strahl ist besser. Strahl ist auf jeden Fall besser. Und alles andere habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert mit hoch zu leveln, weil die anderen beiden einfach schon ultra stark sind und meiner Meinung nach braucht man da nichts anderes und es geht glaube ich auch nicht viel besser. Also am besten ist Stahl leveln, genau. Einfach immer den Stahl leveln. Die Bots. Darf ich mir Assi mitnehmen? Kann ich machen. Ja, ja. Mir Tarnis mitgenommen, festgestellt, der ist dumm. Der ist dumm? So wieder unten das Ding? Joker, die Mann. Macht Tyrande schon? Lass die nicht alleine. Die kriegt das nicht geschissen. Die, da, geh runter, geh runter, geh runter. Okay, da sind schon Viecher. Okay. Oh, crap. Oh, crap. Oh, shit. Was ist hier los? Was ist hier los? Tyrande ist nicht alleine. Schnell, schnell, schnell. Los, Asmodan, du packst das. Gott, ich bin gleich down, ich bin gleich down. So, jetzt. Du bist auch bei dem Ding gestorben. Joa. Ich eben alleine hingerannt bin. Aber sterben ist eher uncool. Mag ja. Ich nicht so. Ich auch nicht. Nicht so doll, ne? So, los, los, los! Oh Gott, der andere Asmodan. Okay, jetzt werde ich auch sterben, ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich schaff das, ich schaff das, ich krieg Asmodan. Asmodan ist weg. Weggebounced. So, jetzt haben wir hier unten
das Ding eingenommen, glaube ich. Ja. Nein, dafür kommen noch Dinger. Am Rand, die beiden. Und da kommt Tyrande von den Gegnern und ich, nee, ich bin wieder voll. Ich habe mir gerade Angst, Sorgen gemacht, dass ich fast tot bin. Da kommt Thrall von den Gegnern. Und ich bin eigentlich schon wieder voll. Warum ging das jetzt so schnell? Okay. Ich gehe trotzdem mal ganz kurz back hier. Weil, wegen Mana-Problem. Jo. Gerade hier oben, gerade aus Modern. Dann gehe ich wieder über unten, weil unten ist, sind die Gegner am dichtesten bei uns. So. Neue Stufe erreicht. Gleich über die Mitte. Ich muss auch vorher back. Ich muss erstmal unten gucken, dass die hier nicht durchpushen, die Gegner. Ja. Weil die haben hier gerade ganz schön. Wow! Mana Brunn. Du hast Fetti, also. Das kriegst du hin. Ich bin trotzdem tot. Fetti ist noch da. Hinter andere. Die sind alle auf mich gegangen. Alle auf mich gegangen. Oh shit. War das krass. Interessant ist aber, dass Tyrandra irgendwie nichts geschissen kriegt und die ist eigentlich auch gut. Unsere ja, ne? Die kriegt nichts hin. Ja, die gegnerische auch nicht. Ja. So, warte, nein, ich will gucken. Ich will nicht einfach nur irgendwo. Über Mitte oder wo? Also ich gehe gerade über Mitte, ja. Gut, dann komme ich auch mal über Mitte. Der dann lancet auch gerade von den Gegnern nicht so gut besucht. Mitte, oben ist Dings. Soll ich unten holen? Ja. Ich hier unten holen, damit die Gegner das nicht kriegen, einfach nur. Ich hab nur die Hoffnung, dass hier oben nicht Asmodan ist. Wo ist denn unser Asi? Asmodan ist oben. Oh shit. Das wird eklig. Diesmal sterbe ich nicht. Ich sterbe, das weiß ich jetzt schon. Der nicht alleine ist. Der gegnerische Assi ist ja diesmal nicht da. Bei mir. Also bei mir zumindest nicht. Und das war Hammer. Sergeant D? Ja. Und was macht Athanas? Er hat noch volles Leben, der haut ab. Hast du ihn nicht angepinkt? Ich bin tot. Oh shit. Kommt ihr mit? Assi, kommst du mit? Wir machen oben. Assi, komm! Oh crap. Das war jetzt eher mehr. Ja, weil diese Bots total bescheuert sind. Das ist das Problem. Oh, jetzt ist der Tempel oben weg. Ja. Nice! Sie ist alleine. Alleine zwar stark, aber alleine kriegt sie es auch nicht hin. Gegen zwei der stärksten. Gott, wir müssen, glaube ich, runter, weil unten ist. Die hier oben sind drei. Drei und die sind bei uns in der Base. Bei uns sind die auch gleich in der Base unten. Bei uns sind sie schon in der Base. Oha. Das wird kritisch. Die stehen komplett in der Base. Dann wird das eine komplexere Runde als die erste. Also die wird auf jeden Fall von der Dings her schlimmer. Habe ich das Gefühl? Ich ganz ehrlich sein? Ha? Ich vermute gerade unsere erste Niederlage seit langem. Ah, ich glaube nicht. Die haben Hammer, die haben Asmodan. Glaube ich noch nicht. Wir schaffen das. Wir sollten nicht auf Punkte gehen, sondern wirklich jetzt versuchen, den Sieg zu holen. Okay. Kriegt ihr das hin? Da oben wir, oder nicht? Hallo? Willst du wissen, was ich jetzt mache? Wir kommen zu dir in die Lane, holen jetzt den Boss und dann gehen wir durch. Okay, können wir machen. Macht mehr Sinn als, weil die sind stark diese Runde.
So, wo ist der Boss? Kannst du mal hinpingen, bitte? Ich weiß gerade nicht, wo der ist. In der Mitte, oder? Hier. Ich bin nur ein Boss. Ja, warte, warte, warte. Noch nicht drauf. Auf dich. Alles gut. Nicht drauf, noch nicht drauf, noch nicht drauf. Ignoriere, dass da oben ein Turm ist. Ignoriere es einfach. Alle da? Dann ja. Beginnt es los. Wir können dann starten. Oha, 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 oha. Wir gehen gerade richtig Risiko. Ja. Aber? Die gehen gleich zurück. Im Moment haben die einen minimalen Vorteil, weil die schon ein Stück weiter vorne stehen, aber jetzt haben wir den Vorteil. Die gehen zurück. Wir sehen, dass wir einen Boss haben, da gehen die zurück. Ja, und jetzt die sehen, dass wir gleich bei ihnen in der Base sind. Oha. Greift die da jetzt an? Ne, jetzt gehen sie. Oder? Oder? Die sind sich noch nicht ganz schlüssig. Aber ich glaube... Ne, jetzt gehen sie zurück. Die kommen zurück. Okay. Wir sollten das eigentlich auch hinkriegen. Ja, wir kriegen das auf jeden Fall. Gut. Bevor wir jetzt das Risiko eingehen, dass wir hier noch verlieren, lieber beenden. Lieber so und... Sick. Also normalerweise hätten wir jetzt dann die anderen Türme noch gemacht, aber die waren jetzt gerade doch ganz schön stark. Ja, weil die Asmut da an drin haben und Hammer. Ja, die zwei als Kombi sind eklig. Das war schon nicht schlecht von denen. Gut, ich würde aber dann sagen, war es das jetzt mit der Folge? Es ist doch ein bisschen länger geworden als erwartet, aber macht ja nichts. Schadet ja nicht. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Rieza, hast du noch was zu sagen? Tschüss. Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein und Prost.